So, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Container Opening der Weihnachtsseason 2022 hier bei World of Warships. Ich habe fleißig gesammelt, meine ganzen Zehner abgefahren. Ich habe ein paar Container geschenkt bekommen und ich habe mir auch ein paar selber gegönnt. Und am Ende sind sagenhafte 116 kleine, mittlere und sogar ein paar große Weihnachtscontainer rausgekommen. Und die würde ich jetzt ganz gerne mit euch öffnen. Wir gehen dann der Reihe nach. Von klein nach groß nach mega. Mal gucken, was bei den Kleinen so drin ist. Und ich würde sagen, nicht lang schnacken, Kopf in den Nacken und los geht's. Wir fangen an mit dem ersten Kleinen. Ja, Blauboni, davon werde ich heute bei 115 Containern wohl jede Menge sehen. Insofern öffnen wir den nächsten. Oh, das war dann, glaube ich, schon ein groß. Das war ein mittlerer. Okay, die kommen hier unregelmäßig. Muss ich mal gucken, dass ich dann erst die kleinen mache. Das waren jetzt 5 Signale 25 X-Ray. Und das finde ich natürlich persönlich sehr gut, weil Signale sind immer teuer. Die kann man sich wirklich gut gönnen. Aber auch ich bin auch ein Freund von Boni, weil blaue Boni gehen dann doch schnell mal alle, gerade die mit den Credits. Und insofern noch 8 kleine. Gucken wir mal, was da so drin ist. Und Signale finde ich persönlich toll, weil die muss man ständig kaufen. Die kosten Kohle, die kosten Credits. Also insofern ganz viel Signale bitte für mich, damit ich da erst einmal... ja, noch mehr. Danke, was haben wir denn hier? Hier haben wir X-Ray Papa Wirkungsdar, Nebelerzeuger. Ja gut, das ist eines der wenigen Signale, die ich nicht großartig brauche, weil ich halt nicht viel DD fahre, aber egal. Der nächste. Kapitän 6B, ja, kommt für mich einige Stöhnen drüber und sagen, wieso ist denn das da drin? Ich persönlich finde das gut, weil ich habe etliche Kapitäne, die ich ja, mal gerne umlernen würde oder ähnliche Sachen. Also dahingehend ist es gut. India Delta brauche ich wirklich immer sehr viel. Die kaufe ich mir regelmäßig nach. Insofern bin ich da über jedes Signal dankbar. So, noch mehr. Boni, blaue Boni ist okay. Vielleicht kommen wir nachher in den großen sogar ein paar rote Boni. Da ist das alles gut. Und die nächsten Signale nochmal mit dem Nebelerzeuger. Die gab es wohl gerade im Sonderangebot. Aber wir gucken mal. Nochmal Elite-Kapitäns-EP. Ja, in den kleinen Containern ist das auch vollkommen okay, dass man die da drin hat, sage ich mal. In den großen, das hätte ich da nicht gebraucht. So, wir kommen zu 65 mittleren, also großen Containern. Und ich gehe mal wirklich ein bisschen schnell durch. Ich will sie aber auch nicht alle auf einmal öffnen, weil es ist dann auch langsam. Lass mich raten, noch mehr Nebel erzeugt. Okay, gut. Soll mir das irgendwie etwas sagen unter dem Motto, fahr doch mal wieder DD? Also, wenn das so ist, blaue Credit Bonis, sehr gerne. Wenn das so ist, dann ist die Meldung irgendwie falsch angekommen oder links abgebogen. Das werde ich sicherlich nicht machen. Okay, ökonomische Boni. Und weiter geht's. Im Schnelldurchgang. Und das ist Sierra Mike Schiffsgeschwindigkeit. Sehr gut. Gerade für die dicken Pötte, die ja dann doch nicht immer so schnell sind. Ne, Vermont oder ähnliches. 1,3 Millionen Credits. Credits, ja. Also auch da sage ich in den mittleren Containern, ja, okay. In den großen, finde ich, hat das irgendwie nichts verloren. Da sind Bonis und Credits und so weiter. Brandwahrscheinlichkeit. Und den machen wir... Hallo. Machen wir hier mal weg. Die Brandwahrscheinlichkeit ist gut. Also Signale immer sehr schön. Das Problem bei mir ist, ich kann auch gar nicht sehr viel Schiffe bekommen. Ich habe mir mal die Liste angeguckt. Es gibt so eine Heisen, eine Dalian. Und ansonsten gibt es ein paar Träger und ein paar DDs, die ich noch kriegen kann. Oder sowas wie eine Maya.
Insofern, alle anderen Schiffe habe ich dann halt leider schon. Oder was heißt leider? Zum Glück. Ich freue mich ja. Das ist etwas, was ich auch höchstens in den kleinen Containern gesehen hätte. Aber verbrauchbare Tarnung in den mittleren, also in den großen oder in den Mega-Containern, finde ich, hat auch nicht wirklich unbedingt was verloren. Okay, wir haben noch mehr Boni und wir machen noch mehr Container auf. Ich fände ja die schön, wenn die auch runterrutschen würden. So wie derzeit die anderen Container, aber das machen sie leider nicht. Sie rutschen nicht. Aber ich kann mich dann demnächst vor Boni gar nicht retten, wobei das ja auch nicht verkehrt ist, weil Boni Kohle, 7500 Kohle nimmt man gerne mit. Boni sind natürlich nicht nur gut für zum Freifahren, sondern zur Not, wenn man zu viel davon hat. Und nach dem Rework hatte ich von einigen Tausende. Die kann man auch wunderbar verkaufen. Das gibt ordentlich Cash in der Tasche. Und da ich ja doch dabei bin, mir das eine oder andere Superschiff zu holen, bin ich über Cash gerade immer sehr glücklich. Mir gerade erst die Ushakov geleistet und insofern. So, weiter geht's. Ein nächster mittlerer. 88 habe ich noch. Und wir machen weiter. Schnelldurchlauf. Kohle 7500. Sehr schön. Das macht dann schon mal 15.000. Und das klingt jetzt irgendwie wie Kohle. 7500. Sehr schön. Kommen ja demnächst auch ein paar neue Schiffe. Auch unter anderem für Kohle. Das ist Victor Lima. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr dankbar dafür und gerne mehr davon. Vor allem auch so von der Stückzahl 75 finde ich gut. 1500 Dublonen, da ich alle meine Dublonen, die ich auch vom Black Friday, von den Schiffcontainern, also wenn man ein Black Friday und ein normales Schiff hat, hat dann immer einen besonderen Auftrag und konnte Dublonen nur spielen. Und auch die habe ich größtenteils hier reingesteckt. Insofern bin ich dann über eine kleine Aufstockung meiner Dublonskis recht dankbar. So, weiter geht's. Und wir haben ein erstes Schiff, eine Collingwood. Ein Schiff, das ich jetzt nicht unbedingt viel fahren werde. Die Collingwood ist bekanntermaßen jetzt nicht so der Hit, aber man sagt einfach Danke und freut sich und es ist ein Tesima und alles ist gut. Und wir gucken mal, was weiter drin ist. Noch ein Schiff. Maja, hatte ich vorhin schon angesprochen. Das ist auch eines der T7er, die ich noch nicht habe. T5er, T6er habe ich alle. Da kann ich nichts mehr kriegen. Und bei den T7ern waren es, glaube ich, die Maja und die Collingwood. Was für mich natürlich dann interessant wird, zu sagen, ja, dann könnten die nächsten Schiffe schon 8er, 9er werden. Das bedeutet allerdings dann auch Träger. Oder DDs. Eine Heisen wäre für mich noch drin. Das wäre ganz nett. Alles andere, Musashi und Co. Etc., die habe ich alle. Ne? Das ist mein Problem. Ich kann da gar nicht so sehr viel machen. Und in diesem Jahr sind halt hauptsächlich Träger rausgekommen. Und Gott sei Dank gibt es noch keine Premium-U-Boote, die man hier noch drin haben könnte. Sonst würde ich die bei meinem Glück dann wahrscheinlich auch noch ziehen. Will mich aber nicht beschweren, zwei Schiffe sind zwei Schiffe. Und da kommt das nächste, naja, und da kommt der erste Träger. Die Aquila ist bei mir im Hafen gelandet. Juhu. Collingwood, Maja. Maja bin ich durchaus auch interessant, auch wenn man sie sehr selten im Spiel sieht. 90 Tage Premium, sehr schön. Damit durfte ich jetzt bei irgendwie 900 Tagen oder so wieder sein. Finde ich aber gut, kann man nie genug haben. Die Aquila ist sicherlich etwas, was ich nur ein einziges Mal anrühren würde. Ich bin nun wirklich überhaupt kein DD und kein Trägerfahrer. Kreuzer gerne, Schlachtschiffe noch viel lieber, aber naja. So, 7500 Kohle, wunderbar. Und wir gehen weiter. Irgendwo ist bestimmt noch ein Träger oder ein DD für mich drinne. Und ich sag mal so, dann kann ich die halt im nächsten Jahr nicht mehr kriegen oder bei den nächsten
Supercontainern oder was auch immer. Insofern sage ich mir alles gut. Also die Ausbeute, ihr merkt es, umso mehr Schiffe man hat, umso kleiner wird die Wahrscheinlichkeit. Der eine oder andere hat vielleicht bei Phil Stifty das Container-Opening gesehen. Der hat natürlich viel rausbekommen, aber einfach auch aus dem Grund, erstens sehr viele Container und zweitens, er hatte halt auch noch nicht so viele Schiffe. Bei mir ist die Möglichkeit halt wirklich auf ein paar wenige begrenzt und ja, alles andere, ob Missouri, Musashi, Kamikaze oder wie auch immer, das habe ich halt alles. So, das sieht nach weiteren Credits aus. Ja, das ist okay. Credits her damit. Und wir nähern uns. Ja, sehr schön. Sierra Mike, Schiffsgeschwindigkeit. Wunderbar. Habe ich jetzt 150 oder sogar 210. Ich habe den Überblick verloren. Und ja gut, nur mit dem Nebelerzeuger. Naja, gut, okay. So viel Nebel werde ich in diesem Leben nicht mehr erzeugen. Aber gut, egal. Auch die kann man natürlich verkaufen. Victor Lima mit Sicherheit nicht. Die brauche ich für meine Kreuzerflotte, für Brände. Ich bin ja bekanntermaßen jemand, der gerne Brände legt. Und insofern, ja. Ein Schiff, eine Dalian. Hey, ein Neuner, eine Dalian. Die fehlte mir wirklich noch. Da habe ich immer mit geliebäugelt, zu sagen, okay, die könnte ich mir mal gegen Credits, gegen Dublonen holen oder so. Okay. Also, wir haben einen Träger, wir haben einen Kreuzer, zwei Kreuzer sogar und drei Kreuzer mit der Dalian. Und jetzt kommen wir zu Dublonen. Gerne mehr davon. Dublonen, ja. So ein bisschen alle bei mir. Insofern gerne mehr. Aber über die Dalian freue ich mich, weil das ist ein Schiff. Und nochmal 90 Tage. Damit habe ich jetzt schon 180 Tage Premium. Halbes Jahr ist also mal wieder gerettet. Und damit bin ich dann wahrscheinlich bei über 1000 Tagen. Können wir nachher mal gucken. Das ist okay. So. Blaue Conti 19. Mittlere. Jetzt muss ich mich wirklich ein bisschen beeilen. Sonst wird das Video hier echt zu lang und das will ich nicht. Weitere Boni, da gehe ich jetzt mal nicht jedes Mal drauf ein. Noch mehr Kapitäns-EP finde ich gut. Wie gesagt, etliche Captains, die ich gerne mal hochziehen würde, damit ich nicht immer die Captain hin und her schieben muss. Das ist okay. Und ich freue mich auf die Dalian. Das könnte ein interessantes Schiff werden für mich. Und da haben wir Sierra Bravo. Hydroakustische Suche. Ja, gar nicht verkehrt, gar nicht verkehrt. Habe ich zwar noch nicht gekauft, das hat jetzt kurz geladen. Okay, 7500 Kohle. Ich dachte schon, da käme ein Schiff, aber wie gesagt, ich habe ja schon 1, 2, 3, 4 Stück bekommen. Nochmal Kohle. Ich glaube, das ist jetzt das vierte oder fünfte Mal. Also ich bin irgendwie bei 28.000 Kohle indessen gelandet. Ich hätte es mir vielleicht aufschreiben sollen, aber... Und da kommt noch mehr Kohle. Kohle. Wenn der eine oder andere fragt, wieso kommt denn da gar kein Stahl? Na, Stahl kommt natürlich erst dann, und das haben wir bei den ganzen Openings schon gesehen, wenn man denn alle Schiffe hat und trotzdem noch ein Schiff ziehen würde und keins mehr auf der Liste ist, dann kommt Stahl. Da ich aber, wie gesagt, in diesem Jahr nicht alle Träger, vor allem nicht die Träger, geholt habe, kriege ich die dann wahrscheinlich erst. Ich rechne irgendwie damit, dass da noch einer kommt. Okay. Wir haben noch 9 mittlere, große Container. Da kommen nochmal Dublonen, da freue ich mich sehr. Die werden dann jetzt allerdings auch nicht nochmal für Container ausgegeben, sondern die bleiben. Die braucht man ja dann doch das eine oder andere Mal zum Umlernen oder ähnlichen Sachen. Insofern gucken wir mal. So, die letzten 6 großen Container. Und dann verbrauchbare Tarnung. Naja, gut, okay. Ich bin ja jemand, der fährt ja durchaus seine Schiffe mit Tarnung. Auch wenn das nur noch für die Optik ist. Aber so für verbrauchbare Tarnung braucht dann auch kein Mensch. Kann man natürlich auch verkaufen. Gibt auch wieder Cash. Und Cash, das wissen wir ja alle, braucht man in diesem Spiel immer. So, die nächsten Victor Lima. Irgendwie scheinen die
Signale auf ein oder zwei Sorten begrenzt zu sein. Warum auch immer. Und wir haben die letzten beiden großen. Und dann kommen wir noch zu ein paar Mega-Containern. Nochmal 75. So, der letzte große und dann noch 39 Mega. Ja, okay, gut. So, ich würde sagen, dann können wir jetzt anfangen, hier einfach zu drücken. Weil jetzt können nur noch die mega, 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 mega kommen mit Credits. Ja, und das habe ich vorhin schon angesprochen, das sehe ich halt in so einem Mega-Container. 2,2 Millionen ist schön, aber im Grunde genommen sehe ich das da eigentlich nicht drin. Das gehört da eigentlich nicht rein. Na, genauso wie verbrauchbare Tarnung. Und jetzt kommt das, was ich auch befürchtet hatte. Okay, ich habe einen Zehner gezogen. Sehr schön. Alles gut. Freue ich mich riesig. Alvaro de Bazan. Sicherlich einer der eher unterschätzten Zehner-DDs, die jetzt seit neuestem rausgekommen sind. Ja, auch mit einem Fireburst. Und okay, also ich werde ihn mir sicherlich mal angucken. Aber es ist halt ein DD, aber es ist ein Zehner, also sprich, ich krieg sogar noch ein Zertifikat für einen kleinen Container daraus, wenn ich die Schneeflocke davon freifahre. Werde ich mir sicherlich holen, mache ich aber dann natürlich kein extra Video zu. Das sind jetzt hier nochmal Boni, blaue Boni und das ist das Zweite, was ich sage. In einem großen Container, der umgerechnet, glaube ich, irgendwie was um die 4 Euro kostet, 25, auch nur 25, das ist ja noch nicht mal richtig viel. Also die, das ist dann eher der Zonk, würde man sagen, die Niete. 100.000, ja, sehe ich auch eher in den mittleren Containern. Aber gut, es können halt hier auch nicht nur Boni oder Schiffe und nicht nur Schiffe und was auch immer drin sein. Insofern, ja. Okay, noch mehr Boni. Wir haben noch 30 große Mega-Container und die machen wir jetzt auf. 30 Stück, zack, bumm, los geht's. Und wir gucken. Und rote Boni, da hatte ich drauf gehofft, dass hier rote Boni drin sind, die man ja wirklich sehr schwer, sehr selten oder sehr teuer bekommt. Und rote Boni habe ich zwar noch, da bin ich sehr eisern. 12.500 Kohle. Ja, das ist schon nett. Kann man nie genug haben. Aber rote Boni sind wirklich was ganz Feines. Da würde ich gerne ein paar Kapitäns-EP für ein paar rote Boni eintauschen. Und da reden wir davon. Freie EP. Das ist auch gut, weil die habe ich dann auch durchs Zurücksetzen fürs Forschungsbüro etc. ordentlich verbraucht. Und jetzt, ja. Gut, ich habe beim Black Friday Event die Skalov B bekommen und wenn man ja das normale Schiff hat, dann bekommt man ja einen Auftrag für Dublonen. Das heißt, ich muss jetzt Skalov fahren. Ich bin schon gerade dabei, mit der Seipan das durchzukämpfen und nun habe ich also noch eine Skalov bekommen, ein 8er. Okay, gut. Der zweite Träger heute. Ich muss nachher nochmal mir selber das Video angucken, damit ich noch weiß, was ich da alles hatte, aber okay. Insgesamt von den Schiffen nette Ausbeute. Es könnte noch, glaube ich, eine Hornet drin sein, die ich noch nicht habe. Und dann, glaube ich, habe ich auch irgendwie die Träger langsam zusammen. Und dann kommen wir langsam in den Bereich, wo nichts mehr geht. 20 Container noch. Wir öffnen weiter. Jawohl. Verbrauchbare Tarnung. Ja, gut, okay. Ne? Ihr steht da rum und guckt hier so neugierig zu. 7. Und zwar die besten, die man haben kann für Creditpunkte. Da hätte ich gerne mehr von. Da hätte ich gerne viel, viel mehr von, bitte. Lieber als 7 für Kapitäns-EP. Auch cool. Auch sehr, sehr gut. Also die roten, da bin ich immer sehr happy. 16 Container. Noch einmal Kohle. Und ja, noch einmal. Boni, die werde ich dann am Ende nicht zusammenzählen, wie viel da rauskam. Das ist dann einfach zu viel des Guten. Und wir haben ein Schiff. Es ist die Hornet.
Hätte ich es denn nicht? Hallo, ich sollte mich als Wahrsager mit einer Glaskugel bewerben. Es ist die Hornet. Ja, und nun ist die Frage, habe ich jetzt denn wirklich alle Träger, die man in diesem Spiel haben kann? Also von den Forschungsbaumträgern natürlich mal abgesehen. Und selbst da habe ich einige. 2500 Dublonen, sehr schön. Aber von den Schiffen, da könnte jetzt eigentlich nur noch eine Heisen kommen. Und ich glaube, dann hätte ich so alle Schiffe, die man irgendwie haben kann. Ab da käme dann Stahl? Nein. Okay. Ah, ich wusste, da fehlt noch was. Da fehlt noch eine Black. Okay, manche kaufen die sich für Kohle, glaube ich, gibt's die. Ich ziehe die aus dem Container bei meinem Glück und ja. Ich habe neulich aus Versehen oder in einer Divi mal Banham gefahren. Das war ganz nett. Vielleicht werde ich mir ja sogar die Black mal antun. Aber naja. Okay. 100.000. Und die letzten 6 Container. Ah, nochmal blaue Boni. Schiffsausbeute für das, was ich hatte. Ganz gut. Ich glaube, ein DD hätte ich noch zu haben oder so. Und 12,5 Kohle, 3 Container noch und dann haben wir es durch. Nochmal blaue Boni, das wird wohl auch in den letzten beiden Containern so sein. Ja, blaue Boni, nochmal blaue Boni und nochmal blaue Boni und dann haben wir es. Nein, tolle verbrauchsbare Talung. Dann bitte darf ich die umtauschen in blaue Boni, bitte. Das ist ja dann doch eher nicht so toll. So, und nochmal verbrauchsbare Tarnungen. Okay, gut. Naja, ich bin wieder bei 12.500 Dublonen und jetzt können wir ja mal eins machen. Wir können ja mal in die Waffenkammer gehen und mal neugierig sein. Wir gehen jetzt hier einfach rauf und sagen, insgesamt sind 71 Schiffe verfügbar. Und wir gucken mal. Erhalten. Hier kann ich nichts mehr bekommen. Nichts mehr bekommen. Okay, das heißt, ich kann eigentlich nur noch ab Stufe 8 aufwärts etwas bekommen. Und auch hier seht ihr, Skalauf habe ich jetzt auch. Also erhalten. Ich kann nichts mehr bekommen. Also für Container brauche ich für Schiffe. Die Malta. Die Malta wäre noch ein Schiff, was ich bekommen könnte. Und die Heisen, wie ich vorhin schon sagte. Und ich befürchte fast, das sind die einzigen. Das sind die einzigen Schiffe, die ich noch bekommen kann, weil ich wirklich alle anderen habe. Okay, Malta, also Heisen hätte ich gesagt, ja, okay, die hätte ich gerne noch gehabt. Die Malta eher nicht, aber naja, so ist es dann. In diesem Sinne, ihr Lieben, vielen Dank fürs Zuschauen. Erinnert mich bitte daran, wenn ich das nächste Mal Container sammle. Es gibt noch 2 Schiffe, die ich kriegen kann. Also, ja, genau. In diesem Sinne, macht's gut und tschüss.